Ja, und damit Moment und Servus, meine Buben. Ich bin heute übrigens der Mathe-Mann, denn heute gibt es den ultimativen Nintendo Switch OLED Docking Station Internetverbindungstest, ja. Ein sehr langer Name, ich weiß, muss dazu aber auch noch sagen, ich habe leider noch keine kürzere Begrifflichkeit dafür gefunden. Ist aber auch vollkommen egal, denn heute werden wir überprüfen und herausfinden, welche der drei folgenden Internetverbindungsarten in Verbindung mit der Switch OLED und der Switch OLED Docking Station die schnellste sein wird. Wird es das WLAN sein, ein handelsüblicher USB-to-LAN-Adapter oder auch, wie man mittlerweile bei Nintendo sagen würde, ganz modern mit dem LAN-Kabel. Das werden wir heute ergründen und herausfinden und es wird sehr wild. Dementsprechend lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallenisieren sollte. Ja, vielen Dank meine Brudingos innen für die heilige Unterstützung. Abonniert hier gerne rein, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt und aktiviert doch die Glocke für die kompletten Kicks. Also, eigentlich dürfte der Sieger jetzt schon feststehen, denn das Schlüsselfeature der OLED Switch bzw. der OLED Switch Docking Station ist nun einmal der direkte LAN-Anschluss. Das bedeutet, man muss nicht mehr mit dem räudigen USB-to-LAN-Adapter arbeiten, um einen LAN-Anschluss zu simulieren, sondern man hat halt eben mit dem LAN-Anschluss in der OLED Switch Docking Station direkt die Möglichkeit, sich direkt mit LAN verbinden zu lassen. Was eigentlich ja so im Volksmund die schnellste Methode sein dürfte. Ich bin aber gespannt, ob wir heute überrascht werden. Und ich kann es mir sogar fast vorstellen, weil ich habe so das Gefühl, wenn man irgendwelche Internetverbindungstests macht in Verbindung mit der Switch und mit generellen Nintendo-Produkten, das ist alles sehr schwankend, oder? Generell habe ich das Gefühl, dass irgendwie, wenn man zwischen LAN-Adapter und LAN wechseln muss, es einige Komplikationen gibt. Ich will aber nicht so sehr um den heißen Brei herumreden. Brüder, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt jetzt mal rein und zwar in die Regularien. Der Sieger wird am Ende natürlich ausgewählt durch den höchsten Download-Wert. Ganz im Ernst, Upload schön und gut. Ich habe auch schon einige Tests mit WLAN und so weiter gemacht und ich muss sagen, es ist echt hoch, ja, höher als ich es irgendwie in Erinnerung hatte mit meiner alten Switch und mit dem alten Switch-Dock. Aber wir werden den Upload wohl für die geringsten und Spiele und Anwendungen benötigen. Ich finde, bei solchen Produkten wie der Switch ist der Download nun mal der wichtigste, wenn man Sachen aus dem eShop schnell runterladen will. Empfiehlt es sich ja, mit dem LAN-Kabel zu arbeiten und generell auch, wenn man eine stabile Verbindung haben will, wenn man irgendwelche Online-Games spielt, dies, das. Ich will nicht um den großen, heißen Brei herumquatschen. Mir geht es am Ende nur darum, ich werde den Download-Wert messen. Und ja, den Upload werden wir natürlich auch noch nebenbei sehen. Aber wichtig ist für mich der Download und wir werden jede einzelne Verbindungsart dreimal überprüfen. Das heißt, es gibt insgesamt 9 Tests, 3 mit WLAN, 3 mit LAN-Adapter, 3 mit LAN. Davon wird der jeweilige Querschnitt oder auch das, der Median gemessen, der Mittelwert. Ja, wir werden schauen, welcher der drei Verbindungsarten im Schnitt die beste sein wird. Sehr viel rumlaberisiert, ich weiß doch. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in den heiligen Lachs. Und zwar, ich habe hier schon, wie ihr wisst, eine WLAN-Verbindung eingerichtet, die hauptsächlich vorliegt, rein in den Lachs. Wir werden es überprüfen jetzt. Ja. Es ist im Hintergrund am Messen. Wir sehen das und können hier einen mit WLAN, ja, eingetragenen Download sehen von 80,1. Huch, ich habe vollkommen vergessen zu erwähnen, ich habe eine 100K-Leitung. Das bedeutet, aus meinem Router schallern im besten Falle 100 Mbit pro Sekunde raus, ja, und 80 davon kommen hier bei der Switch an, mit WLAN, ja. Upload 22,9, auch ganz ordentlich, mein PC empfängt 33 und ich glaube, in Sachen Download ist mein PC so bei 90 bis 100, also jeweils immer so 10 Mbit, die selbst bei WLAN, ja, ich möchte mal sagen, fehlen, aber das ist für mich, ja, wenn ich das so sehe, da bräuchte ich doch eigentlich gar keinen LAN-Anschluss, oder? Geht ihr da mit mir? Ich bin mir nicht so ganz sicher, Brüder, aber jetzt
würde ich sagen, ein weiterer Test. Wir gehen rein in den nächsten. Let's go. Und schau mal, was der sagt. 80,1 Download war es beim ersten. Gucken, ob jetzt die 80 gehalten wird. Ich hatte eher sowas wie 70 im Kopf gehabt, aber ihr seht, 81,2. Es ist ein bisschen am Schwanken. Genau deswegen machen wir aber auch mehrere Tries, damit wir eben einen gewissen Mittelwert haben. 3 könnte ein bisschen wenig sein, aber ich will jetzt auch nicht zu lange machen. Ihr wisst, wie es ist, ja. Das ist ja auch keine allzu statistische Erhebung, sondern wir gucken, was ist mit meiner Internetverbindung so alles möglich, wenn wir mit folgenden Mitteln arbeiten. Und ich muss sagen, WLAN überzeugt mich schon ganz gut, ja. 81,2 jetzt hier. Im zweiten Versuch leicht höher als beim ersten, wild. Und da bin ich mal gespannt, was jetzt der dritte Test sagen wird. Ja. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Werdest du wieder über 80 sein? 81,1 diesmal. Gut, ich glaube, wir sind dann so bei einem Mittelwert von ungefähr 81. Ja. Kurz mal berechnen. 80,8. Das ist vollkommen okay. Also, es geht ja auch am Ende des Tages darum, wie viel von dem, was ich in meinem Router stecken habe, was meine Leitung hergibt, bekommt meine Switch davon ab. Und das hier ist schon ein ganz okayes Ergebnis. Selbst für WLAN-Verhältnisse muss ich sagen, klar, es schwankt, aber es schwankt in hohen Bereichen. Das will ich damit sagen. Also schon mal sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, jetzt geht es tatsächlicherweise hinein in den LAN-Adapter. Aal. Ja. WLAN also jetzt hier 80,8. Braucht sich eigentlich gar nicht verstecken. Ich wundere mich schon, ob es überhaupt noch besser gehen kann. Oder beziehungsweise stabiler. Mehr dazu aber jetzt. Also, ihr seht, die Verbindung zwischen dem LAN-Kabel vom Router und dem Adapter ist hergestellt. Und jetzt geht es zum Test. Also dann, ich bin mal gespannt, ja, wie die etwas stabilere Verbindung sich jetzt positioniert. Let's go, wir gehen rein und überprüfen das mal. Ja. LAN-Adapter, ich habe ihn hier und da mal benutzt, aber ich habe hauptsächlich mit WLAN gespielt. Auch wenn ich irgendwelche Games am Zocken war, habe ich eher zu WLAN gegriffen als LAN. Aber wir sehen hier schon mal den ersten Downloadwert, 66,4. Also es scheint irgendwo einen, ich sag mal, Mittelweg zu geben, bei dem diverse Mbit pro Sekunde auf magische Art und Weise verschwinden. Ja, also LAN immer als stabile und auch höchste Verbindung angepriesen, ist jetzt hier, jedenfalls vom Adapter her, etwas geringer als beim WLAN-Wert. Genau das habe ich mir aber auch gedacht, weil ich habe im Hintergrund schon vorm Video so ein paar Tests gemacht, um zu gucken, klappt auch alles. Ja, und ich denke, das ist auch so ein Wert, den ich vor den Aufnahmen gesehen habe. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das hier natürlich Wertigkeiten sind, die ja schwanken können. Bei LAN jetzt zwar nicht so krass, aber also es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt auch wieder was mit 60 bekommen, ja. 67,6 ist ein bisschen höher, schwankt auch mit Adapter, mehr als man eigentlich denken möge so, ne, darf ja eigentlich gar nicht sein, dass es schwankt, denn es ist eine stabilere Verbindung, da gibt es nichts zu schwanken, deswegen frage ich mich, wo ist am Ende so der Punkt beim Adapter, der eben für diese Schwankungen sorgt. Ist es die Qualität dieses Adapters? Ist es das LAN-Kabel? Oder ich weiß es nicht, Brüder. Ja, das jedenfalls hier erstmal zum zweiten. 67,6 und jetzt rein in den dritten Test. Wir gucken mal. Also über 70 denke ich jetzt mal nicht, dass das passieren wird. Das sehe ich nicht kommen. Ja, von daher 68,3. Aber ihr seht, ne, mit welchen Werten man auch damals schon spielen musste, wenn man den LAN-Adapter im normalen Switch-Dock hatte und wir haben jetzt hier 68,3 durch 3 gerechnet, 67,4 ungefähr, was knapp 13 Mbit pro Sekunde weniger sind als mit dem, ja, mit dem LAN-Signal. Guten Morgen. Und jetzt würde ich sagen, gibt es den letzten Test. Ich ziehe das LAN-Kabel schon mal aus dem Adapter raus. Jetzt gibt es hier den Test mit dem LAN-Anschluss, ja. Auch da kann ich mir wieder vorstellen, wie das Ergebnis ausgehen wird, aber Brüder, wir halten erstmal inne und schauen uns das gleich in Ruhe an. Okay, Brüder, das LAN-Kabel ist
im Dock. Und ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze hier jetzt ausgehen wird. Ja, muss dazu sagen, mich hat eine Sache vom Setup so richtig mies getriggert. Und zwar, ich hatte das Gefühl, dass entweder mein LAN-Kabel kaputt ist oder dass es irgendwie am Adapter liegt. Denn wenn ich in eine reine LAN-Verbindung gehen möchte, nur mit dem Kabel in den LAN-Steckplatz des Switch OLED-Docks, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht funktioniert, wenn der LAN-Adapter noch per USB im Dock steckt. Also ich hatte versucht, eine Verbindung mit, also eine direkte LAN-Verbindung herzustellen, und es kam nicht durch. Ich konnte keine Internetverbindung aufbauen und das Ganze eben wahrscheinlich, weil der LAN-Adapter noch drin steckt. Deswegen meine Frage an euch, war das bei euch auch so? Dürft ihr nicht den LAN-Adapter im OLED-Switch-Dock stecken haben, wenn ihr auch das LAN-Kabel schon im LAN-Steckplatz, im direkten Steckplatz integriert habt? Das ist so ein bisschen meine Frage, Brüder. Das ist echt weird. Ja, und deswegen mein Hinweis, ja, steckt den LAN-Adapter raus, dann werdet ihr sofort eine Verbindung kriegen. Und nein, es liegt dann nicht am LAN-Kabel. Apropos LAN-Kabel, jetzt aber rein in den Lachs. Wir gucken uns mal an, wie hoch die Verbindungen, die Download-Upload-Geschwindigkeiten direkt mit dem LAN-Kabel sind. Und hier sehen wir schon, ja, es ist nicht ganz so krass wie WLAN, aber es ist über dem Wert der, naja, des LAN-Adapters. 74,5 beim ersten Try, Uploads 20,7, bin ich auch ganz okay mit. Ich weiß nicht genau, war das bei WLAN eben auch so um den Dreh. Ich glaube, das, was sich höherwiegender verändert, ist der Download-Wert. Und selbst das ist ja 6 Mbit unter dem WLAN-Wert. Jetzt hier beim ersten Test, vielleicht geht es gleich noch ein bisschen höher oder runter, aber ich will damit sagen, mir persönlich sind 6 Mbit pro Sekunde weniger lieber, als eine stabile Verbindung zu haben und immer mit diesen 75 Mbit zu arbeiten, statt jetzt irgendwie 80, 60 und so weiter schwankende Werte wie beim WLAN oder so. Gut, das ist jetzt hier eben nicht passiert, aber ihr wisst, was ich meine. Man will ja immer irgendwie gucken, eine stabile Verbindung zu haben, und jetzt rein in den zweiten Test. 74,5, ey, ohne Witz, das ist nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ich hatte zwar auch so 70er Werte im Kopf, aber ich dachte so bei Anfang 70. Jetzt haben wir hier 74,3. Es hält sich sehr stabil bei den 74. Es ist jetzt um 0,2 runtergegangen. Upload sogar ein bisschen gestiegen. Was geht ab? Ja. Also, da seht ihr, was ist mit einer Telekom 100K-Leitung möglich, ne? Es ist atemberaubend. Ist jetzt zwar kein Vergleich wie in Südkorea oder so, wo man ja hört, nur hören kann, wie gut diese Verbindungen da sind, ja, was es da für hohe Download- und Upload-Werte gibt, das ist krass. Und jetzt hier nochmal sogar der höchste Wert, 75,9, direkt mit dem LAN-Kabel im Switch OLED-Dock getestet, 75,9. Und das durch 3 gerechnet, komme ich auf 74,9, also wie ich eben schon gesagt habe, 75 stabil, Bruder. Ja, wenn es sich immer so zwischen 74 und 76 bewegt. Klar, Schwankungen gibt es immer, aber ich glaube, hier haben wir wirklich einen ganz guten Wert rausbekommen. Ja, ich bin zufrieden. Ich werde das LAN-Kabel direkt drin stecken lassen, und der LAN-Adapter, der kann sich jetzt mal verabschieden gehen. Hau rein, Bruder. Also, ich würde sagen, wir gucken uns nochmal alle drei Durchschnittswerte an. Beim WLAN hatten wir einen Durchschnittsdownload von 80,8 Mbit pro Sekunde, was, wie ich finde, ein sehr guter Wert ist, wenn ich bedenke, dass ich eine 100K-Leitung habe und maximal 100 Mbit pro Sekunde bekomme. Dass davon meine Switch 80 abkriegt, das ist schon wild, ja. Der höchste Wert unter all den drei Verbindungsarten hätte ich persönlich auch nicht gedacht. Ich sag euch, wie es ist. Ich dachte, okay, ich stecke das LAN-Kabel ein. Ich wollte gerade kurz WLAN-Kabel sagen. Mulm. Ich stecke das LAN-Kabel ein und habe 90 oder 95 oder so. Ja. Beim LAN-Adapter, beim räudigen Adapter, der jetzt hier in der Ecke liegt,
Da habe ich mir schon fast gedacht, dass der ein bisschen reinscheißt. Der hatte einen Wert, einen Durchschnittswert von 67,4, was 13 Mbit pro Sekunde weniger sind als naja, das, was wir beim WLAN hatten. Und da sage ich doch liebend gerne, weg damit. Ja, übrigens auch der schlechteste Wert unter den dreien. Der Zweitplatzierte übrigens, da bin ich gar nicht so unzufrieden mit dem Ergebnis, denn er zeigt mir, es ist trotzdem irgendwo hoch. Klar, lasse ich vielleicht 5 Mbit pro Sekunde liegen für diesen Moment, wo es nicht schwankt. Aber sollte es schwanken, wenn ich WLAN nutze, bin ich ganz down damit, dass ich 5 Mbit pro Sekunde streiche, um über einen großen Zeitraum eine sehr hohe und stabile Verbindung zu haben. Wir hatten nämlich einen Wert von 74,9 Mbit pro Sekunde. Das ist 6, 7 Mbit pro Sekunde mehr als beim Adapter und etwa 5 Mbit pro Sekunde weniger als beim WLAN. Aber wie gesagt, das kann ich eigentlich verschmerzen. Meine Frage an euch ist, habt ihr auch einen LAN-Adapter benutzt und könnt ihn jetzt, wo ihr den Switch OLED Dock habt, in die Tonne klatschen? Brüder, schreibt es in die Kommentare hinein. Wie hättet ihr das Ganze interpretiert? Hättet ihr gedacht, dass der LAN-Anschluss direkt auf den ersten Platz zischen würde? Schreiben Sie es sehr in die Comments. Ja, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so auf den Upload geachtet. Kann es sein, dass unter LAN der höchste Upload von allen war? Ich werde es wahrscheinlich später im Video nochmal selbst nachforschen, aber eure Meinung zu der ganzen Angelegenheit in die Kommentare. Werdet ihr, wenn ihr einen Switch OLED Dock habt, weiterhin mit WLAN runterladen und spielen, oder denkt ihr euch so, Bruder, LAN-Kabel, her damit? Schreibt es unbedingt in die Kommentare hinein. Brüder, ich bin an der Stelle hinausgeschallert. Bis dahin, hauen Sie doch herein und tschüss.